Die herrschende Elite wird dann ihre Macht schwanken sehen und alles versuchen, von der Krise mit allen Mitteln abzulenken. Das macht sie schon seit 10 Jahren für das Kapital sehr erfolgreich. Ich möchte nur auf das Buch Der Angriff, wie der islamische Terror unseren Wohlstand sprengt, von Ulrich Schäfer hinweisen, auf das der Spiegel propagandistisch extra hinwies. Link 11. In dem Buch behauptet doch der Autor allen Ernstes, Zitat, die erste Verbindungslinie, Doppelpunkt, das ist die Politik des leichten Geldes. Die Schwemme an US-Dollar und Euro, mit denen der Westen nach dem Angriff 2001 die Wirtschaft in Gang zu halten versuchte. Zitat Ende. Als ob die globale Krise durch die Moslems ausgelöst wurde. Die Krise wurde aber durch die niedrige Profitrate ausgelöst, weshalb das Kapital dies mit den Bankenrettungen zu kompensieren versucht. Das zeigt sich auch bei der Kapitalzusammensetzung kurz vor dem Höhepunkt und nach der Kapitalisierung Chinas, den weltweit verstopften Märkten. Die von Ulrich Schäfer unterstellten, Zitat, hunderte erfolgreicher und versuchte Anschläge, Zitat Ende, der Al-Qaida sind meist nichts anderes als selbst inszenierte Anschläge der westlichen Geheimdienste. Jeder Krieg beginnt mit einer Lüge und dazu gehört auch Ihr Buch, Mr. Schreiberling. Wir selber hatten ab 11.09.2001 in Köln eine lokal bekannte kleine Antikriegsgruppe, Kein Blut für Öl, die jeden Montag gegen die Kriege in Afghanistan, Irak, Gaza und Somalia einen Mahnmarsch rund um das Amerika-Haus durchführte. In unserer Gruppe nahm auch ein österreichischer Geheimagent teil, der darum überhaupt kein Geheimnis machte. Nach den Sitzungen nahm er immer die 9 jungen Leute beiseite und bearbeitete sie. Hier, sagte er, wollt ihr nicht Waffen haben? Ich kann euch auch Bomben beschaffen. Oder du kannst einen Terrorcamp in Syrien besuchen. Da habe ich gute Kontakte. Das kann die ganze Gruppe bestätigen, weil auch die anderen das mitbekommen haben. So ist das auch bei vielen Anschlägen oder Anschlagsversuchen passiert. Ein Geheimagent oder ein Doppelagent, der den Plan erstellte und 2, 3 Jüngelchen, die sich belagern haben lassen. Die Taliban wurden gegen das russische Militär vom CIA aufgebaut. Dafür hat der CIA hubschrauberweise Koranbücher nach Pakistan geflogen. Nun hat sich der Zauberlehrling verselbstständigt und fällt seinen Meister in den Rücken. Aber wenn zwischen den USA und den Gruppen um die Al-Qaida Interessengleichheit besteht, dann arbeiten sie wieder zusammen. Dann sind es gute Terroristen, wie jetzt die Verteidiger des Glaubens in Syrien, Link 12, die aus Saudi-Arabien kommen. Sie werden gegen Assad von Amerika bewaffnet und ausgebildet, während ihre Parteifreunde in Guantanamo gefoltert werden. Nasser hat ab 1954 nach seiner Machtübernahme die Muslimbrüder verfolgt. Link 13. Er vertrat dann den Panarabismus. Link 14. Nassers Drei-Kreisen-Theorie begründete eine Führungsrolle Ägyptens, sowohl in der arabischen als auch in der nordafrikanischen bzw. islamischen Welt. König Fahd von Saudi-Arabien hatte daraufhin Spannungen mit Nasser, weil dieser auch die Republikaner in Arabien unterstützte. Link 15. Sein Nachfolger, Zitat Wikipedia,
König Abdullah bemüht sich dementsprechend, das traditionelle Bündnis aus Thron und Kanzel als eine besondere Stärke des Systems darzustellen. Andererseits erfordert diese Koalition immer wieder Konzessionen an das religiöse Establishment, die hinzunehmen im internationalen Kontext zusehends schwieriger wird. Zitat Ende aus Wikipedia, Link 16. Er hatte also ein Zweckbündnis mit den fundamentalen Wahhabiten geschlossen, die in Mekka und Medina sitzen. Daher kommen auch die Al-Qaida, die Salafisten und die Verteidiger des Glaubens. Das hat weniger etwas mit dem Islam zu tun, da die Wahhabiten dort im 7. Jahrhundert sehr viel aus ihrer alten aggressiven Naturreligion übernommen haben. Sie waren natürlich damals aggressiv, da sie in einer Zeit geprägt wurde, als die Massen in Rom noch jubelten, wenn Menschen sich gegenseitig umgebracht haben oder vom Löwen zerfleischt wurden. Saudi-Arabien trägt also mit seinem Ölgeld die Naturreligion der Wahhabiten plus einer kleinen Prise Islam in alle Welt. Die USA schauen dabei zu, da sie ja die Ölquellen in Arabien in Ruhe ausbeuten wollen. Die liberalen Moslems schauen auch dabei zu. Keine Kritik an den König der Saudis und an den wahhabitischen Mullahs. Warum sollten sie es auch besser machen? Denn sie wollen ja noch nach Mekka pilgern. Die Saudis erpressen die islamische Welt mit Riesengeldgeschenken und mit ihren Pilgerstandorten. Damit machen sie alle Moslems von sich abhängig. Es können die ägyptischen, ja die nordafrikanischen Probleme nicht gelöst werden, wenn dieser Punkt nicht in Frage gestellt wird und Amerika nicht aus Arabien gejagt ist. In Syrien arbeiten sie wieder mit den Gottesstaatlern prächtig zusammen. Erst in Guantanamo foltern und in Syrien ist man wieder gut Freund. Daher brauchen auch die Amerikaner ab und zu die Al-Qaida. Mal als Freund, mal als Feind. Naja, ich verstehe das nicht. Das ist eben die Logik des Kapitalismus. Die sunnitische Al-Qaida hat in Syrien schon eine Sprengung einer schiitischen Moschee in Aleppo durchgeführt, Link 17, und einen Bombenanschlag gegen eine schiitische Moschee in Damaskus mit 13 Toten, Link 18. Mit der Al-Qaida arbeitet Amerika verdeckt schon gut zusammen, das ist ja auch für sie normal. So konnten sie Assad die Bombardierung der Moschee unterstellen. Jetzt will noch Israel in Syrien einmarschieren, um gegen die sunnitische Al-Qaida die Pufferzone auf den Golanhöhen um 16 Kilometer zu verbreitern. Link 19. In Libyen haben die Vereinigten Staaten verdeckt auch gut mit der Al-Qaida zusammengearbeitet und Gaddafi gejagt. Aber die Amis mussten mal wieder einen Hetzfilm über den Propheten Mohammed drehen, in dem er beim Sex gezeigt wird und seine Rolle als Überbringer von dem Wort des sogenannten Gottes angezweifelt wird. Link 19b. Als ob Jesus glaubhafter wäre und es überhaupt einen Gott gibt. Das ist ja nicht nur islamfeindlich, sondern auch menschenfeindlich. Als ob der Mensch hier auf Erden kein Paradies schaffen könnte. Natürlich machte die gesamte islamische Welt wieder Aufstände. Und es landete eine Rakete in der US-Botschaft von Benghazi. Schon war der Zauberlehrling nicht wieder einzukriegen. Vor seinem Tod hat Gaddafi noch prophezeit, wenn er stirbt, sie es in ganz Nordafrika mit den fundamentalen Religiösen zu tun bekommen.
Klar, er hat wie Nasser die politisch-religiösen verfolgt. So geht das weiter in Mali und bitte, es geht ja schon Niger weiter. Zitat: USA schicken Drohnen in Malis Nachbarland Niger. Zitat Ende. Link 20. Und die Deutschen wollen jetzt auch mitmischen. Exkurs: Drohnenkrieg anfangen. Der Drohnenkrieg ist so praktisch. Da braucht man noch nicht mal einen Krieg zu erklären. Keine Fluganmeldung und es gibt noch keine Kennzeichnungspflicht für diese Fluggeräte. Es haben schon über 52 Staaten diese Roboter-Soldaten. Da braucht man nur hinter seiner PlayStation zu sitzen und auf Tilt drücken. Bild: Deutsche Soldaten lernen das Tilt-Töten von israelischen Gameplayern. Die Jenkins haben übrigens das Töten gelernt mit einem Killerspiel. Aber das schützt vor dem Irrwerden nicht. Der Pilot, der die Hiroshima-Atombombe flog und selber noch nicht einmal einen Knopf drückte, landete auch in der geschlossenen. Und was ist, wenn die Al-Qaida oder die Nazis auch Drohnen haben und damit über den Reichstag fliegen und Bomben abwerfen? Also bitte, das liegt nicht im Bereich unserer Überlegung. Drohnenexkurs Ende. Aber halt, was wird hier in Mali eigentlich gespielt? An der Front durften keine anderen europäischen Armeen helfen und Journalisten und Fotoreporter durften auch nicht an die Front. Es gibt auch keinerlei Frontberichte von der französischen Armee. Vollkommen unbegründet und überflüssig. Die USA mischen da auch mit. Verdeckt mit der Al-Qaida, wie in Syrien. Oder geht es mir darum, die Chinesen aus Afrika zurückzudrängen? Link 21. In Mali selber geht es um Öl, Kupfer, Uran, Gas und China. China ist der größte Handelspartner von Mali. Link 22. Und das will Frankreich mit seinen 58 Atomkraftwerken wieder werden. Es braucht den Uran. Damit kommen wir auf den Hauptpunkt. Es geht letztlich bei allen Vorkriegen, wie Afghanistan, Syrien oder Mali, immer um den entscheidenden Schlag der USA gegen China. Afghanistan kreist mit Taiwan, Südkorea und Japan China ein und bildet ein gutes Aufmarschgebiet für die Yankees. Siehe auch Aufmarschgebiet gegen China. Aus der jungen Welt, Link 22b. Syrien ist ein Vorgeplänkel für den Iran und dieser Kriegsplan wiederum ein Vorgeplänkel für China. Zitat: Wir müssen wieder die Muskeln gegen China spielen lassen. Zitat Ende, forderte ein wichtiger demokratischer Abgeordneter. Amerika duldet es nicht, dass irgendwo in der Welt ein Konkurrent entsteht. Auch nur lokal, wie in China. Da gibt es eine unbewohnte Insel von Taiwan, in deren Umgebung Ölvorkommen vermutet werden. Ein Japaner hatte sie gemietet. China meldet auch seinen Anspruch an und überfliegt die Insel mit einem Militärflugzeug. Daraufhin droht Japan, dass bei einer Wiederholung sie mit Leuchtmunition auf das Flugzeug schießen. Link 23. Daraufhin antwortet China in der Parteizeitung People's Daily: Euer erster Schuss wird auch euer letzter gewesen sein. Link 24. China ruft Bürger auf, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Link 25. Es flammen auch immer mehr lokale Konflikte auf. Israel möchte am liebsten gestern schon in Syrien und den Iran einmarschieren. Aber letztlich ist klar, dass man dann schnell die Riesenarmee vom Iran im Nacken hat. Und da dies auch Beobachterstatus im Shanghai-Bündnis hat, Link 56.
hat man es schnell mit China und seinen 2,5 Millionen Soldaten und Russland zu tun. In Klammern USA circa 1,2 Millionen. Weiter mit je kaputter die Marktwirtschaft, umso mehr Kriege. Teil 3.